Aufstehen, Mario. Es gibt Arbeit zu tun. Steh auf, du Fettsack, Mann. Los. Mario. Lass mich nicht hängen. Wir müssen hier dieses Let's Play machen. Ah, jetzt ist er wach geworden. Mario, jetzt wo gehst du hin? Springt ins... Was macht der Mario da? Ich weiß nicht. Er ist völlig wahnsinnig geworden. Ja, der wollte sich eher saufen. Das ist sehr schade. Warum wollte das Mario tun? Das wollte ich auch nicht sagen. Das weiß ich auch nicht. Das wollte ich auch nicht. Ja, Leute, heute geht's weiter mit Mario on the Orchestral. Was sind das eigentlich für komische Debug-Treppen? Das ist eine schlechte Frage. Nee, eine gute Frage. Hab dich verarscht, weißt du? Debug-Textur ist großartig. Das ist richtig, wow. Der hat geklappt. Wow. Vielleicht sagt Fritte auch, der Sprungjump war gut. Das kann sein, oder sagt wow. Warship, Darkstar Domain, wow. Jetzt sind's die blauen Bohnen. Oha, die machen Schaden. Oh shit. Boah, der macht voll viel Schaden. Voll der Imp, ey. Töte dich einfach direkt. Ja, fast. Hier drüben ist übrigens ein Schild. Das lesen wir. Ja, hier kann man nicht rein. Du brauchst 10 Kläffer. Darkstern. Spoiler, da wird der Endboss stattfinden. Mehr sage ich nicht. Im Darkstern oder auf dem Darkstern oder ist Darkstern der Feind? Das werden wir noch rausfinden. Ah, okay. Ich überlege gerade, ich glaube, hieß der so? Frag mich nicht wieso, aber ich habe mit irgendwie, glaube ich, da war ich 18 oder so, habe ich tatsächlich das erste Mal den Glücksbärchis-Film gesehen. Ja, das ist und was Tolles, wenn man 18 wird. Ja, endlich ja. Kann man den Glücksbärchis-Film sehen. Ja. Dann kann und ich das jetzt auch machen. Ist der Bösewicht von dem Film heißt Dunkelherz oder irgendwie so. Das hat mich gerade irgendwie daran erinnert. Und der Name Dunkelherz erinnert mich an Dinkelberg. An Dinkelberg. Sagt dir Dinkelberg was? Ich finde halt toll einfach, dass die Charaktere, also die Eltern wirklich einfach nur Timmys Vater heißen und Timmys Mutter. Ich glaube, die haben noch nicht mal wirklich einen Namen. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, hier gibt's auch nicht mehr zu tun, aber... Oh, das ist ein Auge. Ich fühle mich voll beobachtet. Das ist Mordor. Wir sind hier in... Herr der Ringe. Ja, das stimmt, deshalb sammeln wir Ringe. Aha! Deswegen sammelst du Ringe. Das ergibt Sinn. Der eine, um ihn zu knechten. Nee, wie... Weiß ich. Das ist doch der Slogan von... Also der erste Satz in Herr der Ringe. Einer sie zu knechten oder irgendwie sowas. Das kann ich nicht bewerten, weil ich das nie gespielt habe, wollte ich sagen, nie geschaut habe. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne nur Schlacht um Mittelerde, weil ich halt ein ATS-Fan bin. ATS sagt mir genauso wenig. Real-Time Strategy, also Strategiespiele. Ach so, ja, okay. Ja, deshalb sagt mir das nichts. Das war halt in den frühen 2000ern sehr populär. Ich glaube, das war nicht so deine Zeit. Ich wurde da geboren. Ja, deswegen meine ich, also es ist nicht so wirklich deine Zeit, deswegen. Ja. Aber man muss ja auch sagen, im Vergleich zu anderen gönne ich mir ja auch gerne alte Sachen so, ne? Also ich bin jetzt nicht abgeschreckt gegen alte Sachen, das kann man dazu sagen. Ja, zum Beispiel Mario oder Mario. Ja, also zum Beispiel, also ich gehe zurück bis zum NES, wenn es da geiles Zeugs gibt. Ja, klar. Das macht Fritte zum Beispiel ja auch nicht. So, alles, was vor N64 ist, schreckt ihn ja meistens schon ab, zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Nö, also ich interessiere mich für alles. Also auch so ganz alte Sachen, die nicht meine Generation sind. Ja. Gut, dann sind wir da auch wieder relativ ähnlich, würde ich sagen. Ja, also ich interessiere mich sehr für Commodore 64 und sowas. Commodore 64 kenne ich natürlich auch. Damit habe ich mich aber noch nicht so befasst. Aber ich glaube, da gibt es auch ganz coole Sachen. Zum Beispiel die Giana System, das gibt es auf dem C64. Ach, das war das. Ja klar, die kenne ich. Wo die Musik und, halt das Spiel ist. Davon war ja Super Mario Bros. Abgekupfert. Weißt du das, dass Mario alles geklaut hat? Ja, richtig, so war das. So rum war das, ne?
Und nicht andersrum. Ich muss hier Hashtags sammeln, oder was? gibt's nicht so Musiknoten oder so, die so aussehen? Ja, das ist eine Musiknote, aber ich weiß auch nicht mehr ganz genau, was sie macht. Ich muss ehrlich sagen, ich mache zwar Musik, aber ich kann keine Noten lesen. Wow. Toll. Also für mich, also ich kann zwar, ich verstehe zwar, wie ein Piano funktioniert und wie eine Piano-Roll sozusagen funktioniert, aber ich habe keine Ahnung von Noten lesen. Weißt du auch, wie ein Rickroll funktioniert? Ein Rickroll? Ja. Ja, ja. Aber das kannst du ja heutzutage gar nicht mehr machen. Also schon, aber es ist schwieriger. Das ist richtig. Weil es gibt ja immer ein Thumbnail, was gezeigt wird, dann musst du das Thumbnail manipulieren. Weil sonst weiß der ja, dass das ein Rickroll ist. Das ist richtig, ja. Ahaha! Das war grad knapp. Ich muss ehrlich sagen, ich jedes Mal, wenn ich diese Glöcke sehe oder dieses Hin- und Herschalten, ich muss immer an diese dumme Musik denken. Dieses Ding, 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 Ding. Weißt du, was ich meine? Aus Mario Galaxy? Ja. Ja. Aber ich glaube, diese Blöcke explizit, die sind ja aus Super Mario 3D World. Ja, ich weiß, aber ich muss immer an diese Musik denken, wenn ich diese Blöcke sehe. Das kann ich verstehen, ja. Ja, da gab's doch bei, ich glaube bei... Das war in der Big Beat Galaxy. Was? Das war in der Big Beat Galaxy, das war eine Verarsche. Nee, aber gab's nicht in irgendwie 3D-Land so ein übelst hartes Level am Ende mit so diesen Blöcken? Oder wurde das rausgemacht aus der Switch? Ich weiß es gerade gar nicht, also aus der Switch, also... Oder verwechsel ich das gerade? Ich glaube, du verwechselst gerade Super Mario 3D Land und 3D World. Weil du hast gerade 3D Land gesagt. Ich meine 3D World. Ja, das gibt's natürlich noch auf der Switch. Doch, okay. Ja, ich glaube, ich verwechsel das mit Monkey Ball. Da wurde die Switch-Version sehr abgeändert von der originalen Wii-Version. Das kann sein, aber das vermag ich nicht zu wissen. Da gibt's irgendwie so ein Level, was so übelst schwer gemacht wurde in der Switch-Version. Also, wo die im Original einfach super easy ist. Ich glaube, so war das. Ich mag das Geräusch. Ich auch. Das könnte ich für 10 Minuten wahrscheinlich machen. Ich würde es immer noch lustig finden. Ja, ich auch. Ich bin so ein Typ. Wenn ich was lustig finde, dann finde ich es für immer lustig. Oh Mann. Ja, also in Super Mario 3D World war es auf jeden Fall nicht so. Das ist quasi ein... Ja, kein 1:1 Port, aber so ziemlich, ne? Vom originalen ja. Super Mario 3D World nur alles bisschen besser, ne? Also, was ich mitbekommen habe, dass alles schneller ist, also das geht genau sowas zum Beispiel. Und dann gibt's halt noch Bowser's Fury, ne? Ja, klar. Aber das ist ja komplett separat, ne? Das... Ja, das hat ja nichts mit dem Hauptspiel zu tun. Eben. Ich finde auch, das hätten sie auch ruhig extra verkaufen können. Gerade für die Leute, die jetzt Super Mario 3D World auf der Wii U schon hatten. So, Bowser's Fury, keine Ahnung, für 20 Euro oder so. Ich glaube, das wäre ein fairer Preis gewesen. Ja, aber du kannst ja mehr machen, wenn du das alles in eine klatscht. Ja, klar. Aber vielleicht will jetzt jemand, der nur Bowser's Fury zocken will, nicht unbedingt 60 Euro bezahlen. Ja. Ja, über die Preispolitik von Nintendo kann man sich streiten. Das ist richtig, ja. Ich bin ja auch dafür, dass die ein bisschen zu teuer sind für das, was es im Endeffekt ist. Sagen viele und kann ich auch nachvollziehen. Mir ist es relativ egal. Ja, klar. Also für mich persönlich so. Wenn es Spaß macht, dann ist es egal. Das stimmt. Ja. Nee, weil, ja, ich kauf's halt eh. Ja. Macht die meisten. Ja. Das stimmt schon. Was fehlt mir eigentlich für einen, ich wollte sagen, für einen Stern. Was fehlt mir eigentlich? Das frage ich mir auch. Vielleicht auf dem Leuchtturm, oder? Ich weiß es nicht. Ah, neben dem Leuchtturm. Ah ja. Wow. Wow. Okay, auf dem Leuchtturm wäre irgendwie spektakulärer gewesen. Aber dann hast du ja alle Sterne jetzt, oder? Also, Musiknoten. Das ist richtig. Und wie kann ich eigentlich das Surfboard verwenden? Aber wir müssen ja noch den Endboss besiegen. Stimmt, ja. Wie kann ich... Ah. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie ich das Surfboard aktiviert habe, aber ja, Speedrun! Speed Surf! Das ja, also Wave Race 64!
Ich glaube, das ist ein bisschen weit davon noch entfernt. Aber das ist Wasser, das ist das gleiche. Ja, das ist dasselbe. Das ist wie jedes Jump'n'Run Mario ist. Das ist richtig, ja. Also Crash und jedes Gothic-like Game ist Gothic. Richtig. Also Gothic 2 ist auch Gothic 1. Boah, ich glaube, ich würde nicht drauf klarkommen, wenn es den Begriff Gothic-like gibt. Das regt mich schon bei Souls-like so übelst auf. Das kann ich auch verstehen, ja. Und vor allem, dass jedes RPG mittlerweile ein Souls-like sein muss, das verstehe ich auch nicht. Aber nein, gut. Nee, brauchst nicht unbedingt, ne? Das ist... Ist doch schön, wenn Spiele was anderes sind, finde ich. Ja, klar, das so meine was, ich. So was Eigenes. Aber das ist eh so eine Menschenkrankheit, kann man schon sagen, dass man alles irgendwie immer versucht zu vergleichen. Ja. Woran erinnert mich das? Ach, das erinnert mich an das und sowas, ne? Weißt du, was ich meine? Ja, das ist schon, das stimmt schon. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich nicht so bin, ne? Das ist einfach eine Menschenkrankheit, so. Das macht man einfach instinktiv irgendwie. Ganz also, kurz, das ist jetzt aber keine Referenz auf Beat Saber. Ich weiß es nicht. Okay. Also, es gibt dieses VR-Spiel, wo du so Blöcke mit deinen Sticks schneiden musst. So mit deinen Laserschwertern. Die Laserschwerter, die sind einfach nur da tatsächlich. Ja, es ist Beat Saber. Ja? Ja. Soll das sein? Ja. Okay, kenne ich nicht. Das ist ein VR-Spiel, kannst du dir mal angucken. Kann ich mir mal angucken, wie, ja. Das ist so ein bisschen wie Guitar Hero, ich weiß nicht, ob dir das irgendwas... Ja, sagt. Guitar Hero, das kenne ich. Also du musst halt die Blöcke sozusagen treffen mit deinen Laserschwertern, die du in VR hältst. Ja gut, kommt jetzt hier nicht wirklich rüber, ne, dass man die Laserschwerter irgendwie benutzt, weil ich springe hier halt nur ganz normal, ne. Entweder drauf oder drunter, je nachdem. Ich weiß nicht, wie kommt das Lied irgendwie so bekannt vor? Ist das irgendwas aus Toe oder so? Ich weiß es nicht, ich kenne das Lied auch, aber ich weiß nicht woher. Schreibt's in die Kommentare. Dann wird mein Video besser gerankt. Ha! Ich hab euch ausgetrickst. Es klingt jedenfalls sehr stark nach Toe, aber ich bin mir auch nicht sicher. Also ich kenne das Lied auf jeden Fall auch, aber ich weiß nicht woher, ne? So. Ja. Yeah. Ich glaube, das wurde auch schon in mehreren Hacks benutzt. Ich glaube, das ist schon gar nicht so unbeliebt, dieses Lied. Haha, aber ich finde, der Kampf ist tatsächlich herausfordernd. Es muss sehr gut sein mit dem Timing. Obwohl sich mich so ein bisschen an, Nein! Wie heißt das Lied denn nochmal? Das Intro von, Oh Gott, wie hieß das nochmal? Ich weiß, also wie es hieß. Irgendwas mit... Also es ist ein Anime, The Wood Sandstorm. Toll. Weil alles ist ja immer generell The Wood Sandstorm. Attack on Titan, das war's. Also dieser eine Teil erinnert mich sehr stark von der Melodie dran. Aber ich glaube nicht, dass es das ist. Das glaube ich auch nicht. Und es flackert voll. Stimmt, wir haben die anderen Texte nicht vorgelesen. Willst du den wieder vorlesen? Okay. Know how. Defeated by a measly runt like you. Was ist ein Runt? Also ich weiß, also Depp oder so, aber ich weiß jetzt nicht genau die Übersetzung. This als ob der mich Depp genannt hat, wie kann er nur? Oder Runt heißt so. Ich guck mal kurz. Das so, heißt, wir, das heißt derb. Derb, genau. Derb. Runt heißt Zwerg, kann man übersetzen. Oder so kleiner Krümel sozusagen. Und dann bin ich lieber der Krümel. Schmeck ich wenigstens gut. This isn't the end of me. I will be back. Bigger than ever. I will be back. Und dann explodiert er. Ja, sterben! Ja, Sterbung. Thank you so much for to playing my game. Und dann sehen wir ein Bild von einem Alien, toll. Yay! Guck mal, wenn ich hier drücke, dann kann ich die Credits schneller machen. Ja! Ach, da steht sogar. Simple Flips Music Competition, so wie ich es dir erzählt habe. Ach, jetzt kommt die Info. Hold A to speed up the credits. Das weiß ich doch schon. Da stand eben der Name eben gerade. Warte, Musik Rayman Harmony Beach Remix. New Super Mario Bros. Wii World Theme. Oh, ich wusste, das ist Toe. Okay, dann lagst du richtig. Und was ist Boneworks? Boneworks? Das sagt mir
Moment mal, Boneworks. Irgendwas sagt mir, das ist nicht das. Bevor ich. Nee, das war was anderes. Ich weiß nicht, was Boneworks ist. Boneworks. Das weiß ich auch nicht. Ich kenne nur Dry Bones. Boneworks. Mal gucken, vielleicht stehe ich auch in den Credits, weil, keine Ahnung, weiß ich nicht. Don't forget to subscribe to me. Schleichwerbung. Schleichwerbung, aber ihr könnt die wirklich mal abonnieren, die sind cool. Kostenlos. Und mich könnt ihr auch abonnieren. Kostenpflichtig. Kostenpflichtig. Stimmt, der Witz geht ja gar nicht mehr. Heutzutage kann man ja kostenpflichtig Leute abonnieren, stimmt. Stimmt, ja, das funktioniert gar nicht mehr. Scheiße. Ja, gib mir Geld, Leute. Ich weiß nicht wie, aber gib mir Geld. Gib ihm einfach Geld, das ist wichtig. Geld! Ja! Wario! Er möchte wie Wario sein. Er möchte eine Reinkarnation von Wario sein. Also Wenn dann wäre ich lieber... lass mich überlegen. Ich weiß es nicht. Aber wie Beach Remix. Also es gibt ein Bild von mir. Da ist mein Kopf auf Princess Peach drauf. Okay. Also wäre ich wohl Princess Peach. Wenn ich es nicht vergesse, blende ich das Bild jetzt hier ein irgendwie. Das wäre voll lustig. Das ist so lustig. Fritte, das ist so lustig. Ja, das ist so lustig, Fritte. Also, war schön, ne? Nochmal. Ja, also ich muss ehrlich sagen, also... alle Hacks waren bisher ganz cool, aber wirklich der hat mir sehr gut gefallen. Besonders die Trompete oder Saxophon, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich weiß es auch nicht. Also es war die Saxophoninsel, demnach wird es ein Saxophon gewesen sein. Mit dem ultra komischen Sound. Könntest du bitte da nochmal hingehen? Ich möchte bitte die Folge. Ja, okay, das können wir, das machen wir jetzt nochmal. Das wird unser Abschluss. Das finde ich toll. Ich finde, das ist ein sehr würdiger Abschluss. Ja, Geld! Ja, endlos Geld. Aber die Musik ist jetzt echt voll schön, gell? Ja. Hat so ein bisschen was von, wie hieß es nochmal? Wayman. Pilot Wings. Stimmt, jetzt weiß ich wieder, woher ich die Musik kenne. Super Mario Star Road Mad Musical Mess. Sein, das weiß ich nicht. Nein, das könnte nicht sein, sondern es ist so. Aber es erinnert mich sehr stark an Pilot Wings, die Musik. Aber das ist es nicht. Das ist aus... Ja, ich weiß. Rayman... Ich glaube Rayman 2. Rayman 2. Glaube ich. Wer benutzt eigentlich diesen Paddler, Mario? Das benutzt doch keiner. Das weiß ich auch nicht. Oder? Ist das nur unnötig? Ja. Das muss ist... doch zum Saxophon gehen, das war doch da drüben. Ach so, du konntest... Ja, aber oder, das war doch hier oben. Echt? Doch, oder das geht es da unten auch? Soll ich das da unten mal ausprobieren? Ich weiß nicht. Egal, wir nehmen nochmal das von da oben. Das ist nicht so schräg. Das beste Feature vom Hack, echt. Oh, so ist das noch besser. Wie habe ich das jetzt geschafft? Viel besser. Ich bewege mich am besten gar nicht mehr. Das ist doch ein schöner Abschluss. Das finde ich auch. Ja, Leute. Spielt ihr Saxophon? Ja, wenn das so klingt, dann macht ihr alles richtig. Ja. Dann kommt bitte bei mir persönlich vorbei und geht erst wieder, wenn euer Saxophon läuft. Ja, transparent halt. Genau. Oh Mann. Es war wieder ein kurzes, tolles Let's Play, ne? Ja, Mario schläft jetzt auf dem Saxophon oder was? Toll. Dass er überhaupt schlafen kann. Ich weiß nicht, vielleicht beruhigt ihn die Vibration oder so. Das kann natürlich sein. Das kann echt sein. Wusstest du, dass der erste Prototyp eines Vibrators als dampfbetriebener Manipulator bezeichnet wurde? Das ist sehr interessant. Das fällt mir gerade in dem Zusammenhang noch ein, wegen Vibration, weißt du? Ja, sehr interessante Gedanken, die du hast, wenn du Mario siehst. Na, finde ich auch. Besonders bei diesem wunderschönen Geräusch. Ne? Ja. Saxophons. Och, lass mal einen Vibrator rausbringen, der so klingt.
Oh Gott. Oh Mann. Ich frag mich, wer das kaufen würde. Ah, es gibt bestimmt Leute, die das kaufen. Ja, bestimmt. Vielleicht ist es ein Erfolgsrezept. Ja, kannst du es ja mal versuchen. Ich probiere das. Meld doch das Patent doch mal an. Ja, das mache ich jetzt direkt. Das P in Manu P steht nämlich für Patent. Kompetent. Genau. Also manchmal. Manchmal, ja. Das stimmt. Also Leute. Oh Mann, was labern wir hier wieder? Ja, das frage ich mich auch. Ich glaube, wir sollten Schluss machen. Und zudem sollten wir das Video auch beenden. Habe ich mir auch eben gerade gedacht. Toll. Oh Mann, diese Musik. Ja, das ist... Ah, schön. Das passiert halt, wenn man zu viele YouTube-Poops schaut. Dass man sowas lustig findet. Das habe ich schon davor lustig gefunden, sowas. Oh Mann. Ja, dann die berühmten letzten Worte, die darfst du sagen. Die berühmten letzten Worte? Ja. Was sollen das denn für welche sein? Das ist mir egal. Ja, tschüss. Tschüss.